Aller Anfang ist schwer. Das gilt vor allem für junge Modeschöpfer hierzulande, die an die Spitze wollen. Klaus Theiler hat es da leichter. Er fängt gleich ganz oben an. Hoch hinauf ging es für die Models des österreichischen Designers Klaus Theiler beim Shooten zu seiner neuen Sommerkollektion auf dem Dach des Hotel Triest, wo er seine luftige Abendmode für heiße Sommernächte ins rechte Licht rückte. Novara nennt sich seine jüngste Kollektion, ein Name, der bei ihm Programm ist. Und es gab ein sehr stolzes Segelschiff vor fast schon 150 Jahren und dieses Segelschiff hieß Novara. Und hat damals eine sehr berühmte Weltumsegelung gemacht. Und so irgendwie starte ich ja auch von Wien und möchte auch irgendwann die Welt quasi sinnbildlich umrunden. Derzeit ist sein Modehafen aber noch seine Heimatstadt Wien und hier verkauft er seine Werke in insgesamt 3 Boutiquen. Eine davon gehört AIDA-Erbin Andrea Buschan. Sie überzeugte sich beim Shooting höchstpersönlich von den Werken des Schöpfers. Schließlich muss sie es später ja auch an die Frau bringen. Ich verkaufe seine Sachen gerne, weil ich finde, österreichische Designer gehören unterstützt. Ich habe mir immer gedacht, wow, das sind tolle Kleider, die der macht. Schöne Abendkleider, sehr sauber und gut gearbeitet. Das ist nämlich ganz wichtig. Ja, und jetzt bin ich ganz stolz, dass ich auch mal ein Klaus Theiler tragen darf. Noch dazu ist es ja so jungfräulich weiß. Und diese unschuldige Farbe wird Onka Takerts heuer noch länger begleiten, denn im September wird sie dem Stadthallenchef Wolfgang Fischer das Jawort geben. Und während sie bald in den Hafen der Ehe einläuft, plant der Jungdesigner bereits den nächsten Zwischenstopp seiner modischen Reise. Also ich bin auf jeden Fall ein München-Fan irgendwie und habe da auch schon konkrete Pläne für dort. Ja, das kennen wir nur zu gut. Wer in Österreich an die Spitze will, startet den Aufstieg am besten im Ausland.